Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ja, ihr seht schon, göttlich Anstoß 3. Leute, die genauso alt oder ungefähr so alt sind wie ich, die kennen das Spiel vielleicht noch. Und ich muss vorneweg sagen, da ich es wirklich ewig nicht mehr gespielt habe, wird das ein bisschen dauern, bis ich da wieder reinfinde. Und ich synchronisiere das Ganze hier nach, weil als ich das aufgenommen hat, hatte ich keine Ruhe hier. Und deswegen ging das nicht direkt mit Synchronisieren. Und ja, deswegen nachsynchronisieren sollte aber auch kein Thema sein. Ich hoffe, es ist dann synchron. Und wir starten in Deutschland. Natürlich ein Spieler nimmt teil, nur ich. Name sollte auch zu Hauf bekannt sein. Jawohl. Beim Schwierigkeitsgrad habe ich lange überlegt, was habe ich früher nur gespielt? Mache ich es mir einfach, um wieder reinzukommen oder nicht? Oder halte ich es realistisch? Ich habe mich dann am Ende für realistisch entschieden und gehe hoffentlich weiter. Hm. Wo wir starten, bei welchem Verein, sollte eigentlich auch jedem klar sein, der mir schon etwas länger kennt, mir etwas länger folgt. Natürlich mit Hertha BSC. Ich muss dazu sagen, ich habe mir für euch die Mühe gemacht und das ganze Let's Play ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich die Kader aktualisiert. Sprich, das ist so einigermaßen das Neueste, was es vom Neuesten geben kann. Wenn ihr Bock drauf habt, kann ich Anstoß 3 nochmal mit den Originalkadern spielen. Wenn euch das so beliebt ist, das ist nämlich noch ein bisschen epischer, wenn man da die ganzen alten Leute sieht und denkt, boah, geil, der war mal so gut und Halleluja. Das ist richtig episch, göttlich, einfach nur ein Traum. Ja, hier brauchen wir jetzt nicht allzu viel. Der erste Part ist, wie gesagt, vermutlich ein Stückchen langweiliger, weil, tja, da ist erstmal viel einzustellen. Ihr werdet es merken, ich kam am Anfang auch nicht mehr ganz so zurecht. Musste erstmal wieder hin und her und 1000 Hinweise und was hat das nochmal zu heißen. Man darf es mir aber nicht für übel nehmen. Wie gesagt, das Spiel ist schon ein Stückchen älter. Mitentwickler an dem Spiel ist ein, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ein gewisser Gerald Köhler. Leute, die sich im Fußballmanager ein bisschen auskennen, wissen, dass dieser nachher auch Hauptverantwortlicher war im Fußballmanager und daher kann man sagen, Anstoß 3 ist der Anstoß gewesen für den Fußballmanager. Was ein Wortspiel. Junge, Junge. Aber ist auf jeden Fall göttlich. Ihr seht es auch hier. Aktuelle Manager, Runjaic, Carsten Baumann, Jos Luhukay. Aber natürlich probiert, als Co-Trainer zu holen. Leider nicht ganz geklappt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, sind gescheitert, deswegen haben wir uns eine billigere Alternative gesucht. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld sparen. Was ich auch sagen kann, ihr werdet später bemerken, ein Part ist mir leider flöten gegangen, weil meine Festplatte voll war von den ganzen Aufnahmen, die ich hier getätigt habe. Da musste ich erstmal ein bisschen aufräumen. Ist mir leider erst zu spät aufgefallen. Schon mal Entschuldigung dafür, aber ihr verpasst nicht allzu viel. In der Zeit konnte ich auch ganz gut einigermaßen reinkommen, mich mit den ganzen Einstellungen wieder vertraut machen. Und ja, mal gucken, wie ich das gleich rendern darf, damit das einigermaßen annehmbare Qualität gibt, weil Anstoß 3 ist, wie gesagt, etwas älter und ja, die Grafik, ihr seht es vielleicht im Video, im Fertigen, vielleicht aber auch nicht, ist, was waren das, 600 mal 200 irgendwas. Und wenn man überlegt, dass ich normal immer mit 1920 mal 1080 aufnehme, ist das ein kleiner Unterschied. Aber ist halt göttlich, einfach Anstoß 3 ist so genial. Die ganzen Texte und was für Mühen da drin waren, einfach klasse. Zu Auswärtsspielen fahren wir natürlich mit der Bahn. Mit der Hertha als Bahn, als Sponsor, müssen wir natürlich da auch die Bahn nehmen. Wir nehmen einen Chefstatistiker dazu, investieren ein bisschen Geld in Talentsucher, Spielerbeobachter, Amateure hätte ich vielleicht ein bisschen runtersetzen können. Die Jugendarbeit kommt ein bisschen nach oben. Da oben seht ihr schon, der kalkulierte Gewinn ist halt hier dieses, ja, vor der Saison muss man einiges festlegen und ja, jetzt hier merke ich, oh, ich habe noch gar keinen Sponsor.
weil ich absolut nicht mehr drin war und den muss man hier in den... Nein, nicht da. In den Kalkulationen muss man das alles machen und das ist eine enorme Arbeit. Da haben wir Sponsoren endlich gefunden. Hui, und da sind wir schon in den Verhandlungen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt kamen wir da nicht mehr raus. Wenn wir schon einmal dabei sind, dann verhandeln wir doch. Seht es auch schön am Gesicht. Das ist in den ersten FMs auch noch so gewesen. Oh, der war nicht glücklich, deswegen nehmen wir es lieber an. So, jetzt haben wir da schon mal einen Sponsor und unten seht ihr auch Bandenwerbung und Ausrüster, aber das habe ich übersehen. Ja, das habe ich übersehen. Hier gibt es noch ganz viele Sachen. Fanartikel, Pipapo. Da nehmen wir direkt den Fanfreund. Genau. Der regelt dann die, dass die Fanartikel verkauft werden, damit ich das nicht machen muss. Kalkulierter Gewinn machen wir überall nichts, weil das ist zu lange her, dass ich da ungefähr sagen könnte, was so bei rumkommt. Zwei Konditionstrainer, stimmt. Mannschaftsprämien, Pipapo, ihr seht so viele Möglichkeiten, was man hier einfach machen kann. Rechtsanwalt kann man auch überlegen. Wie viele rote Karten kriegst du ungefähr? Hab jetzt einfach mal optimistisch gesagt, wir kriegen nur drei. Und neben natürlich Lothar Liebling aus Berlin. Weiter geht's. Hier könnte man noch den kalkulierten Zuschauerschnitt etc. machen, aber wie gesagt, das ist zu lang her, als ich da sagen könnte, wie es geht. Ja, das habe ich schon gemacht. Auf den ersten Blick ist das alles richtig komplex, aber wenn man da mal so 10 Minuten im Spiel verbringt, dann merkt man, hey, das ist gar nicht so schwierig und man gewöhnt sich an die Menüs. Wie gesagt, hier suche ich jetzt nach den Bandensponsoren. Die habe ich nämlich eiskalt mehrmals übersehen. Und da unten stehen sie. Finde ich sie jetzt? Ja, ich finde. Nein, doch nicht. Oh, was macht der nur? Jetzt hat er sie. Er hat's für. Komm schon, klick. Jawohl! Er hat's geklickt. Fanfreund und Esse. Da bietet Fanfreund mehr und geht auch nur ein Jahr. Das nimmt man gern an und als Sponsor hätte ich gern Nike, weil die waren ja auch mal bei Berlin lange Zeit. Sind's immer noch, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann, denke ich, okay. Und hier sehen wir Hauptsponsor Hasseröder 2,15 Millionen, Nike, Fanfreund und Fabian Lustenberger wurde da zum Kapitän gewählt. Hier sehen wir nochmal die Absteiger, Kaiserslautern, Düsseldorf, Greuther Fürth, die Aufsteiger Hertha, Hoffenheim und Braunschweig. Dann gehen wir rein. Transferliste. Drum, 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 drum. Ja, liest der Hampelmann Reus und klickt direkt drauf. Ne? Müsste der Bruder von Reus sein, gerade wenn ich hier allen lese, da war ja der Reus auch lange Zeit. Marvin. Auf Marvin Knoll knicke ich doch noch, oder? Klicke ich noch? Ich weiß das. Knoll. Natürlich klicke ich da noch drauf. Alter Herr Tana, da wissen wir doch. Dum-dum-dum. Ja, der Part hier geht 25 Minuten. Und in der ersten Runde des DFB-Pokals müssen wir gegen Union Berlin ran. Gibt's für einen Hertha-Fan nichts Schöneres, als im Derby gegen Berlin direkt ran zu müssen, gegen die anderen aus Berlin halt. Und die Aufstellung, ich sag Ihnen, ich habe mich lang schwer getan und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum der dritte Innenverteidiger hier nur weil der jetzt Auspupfer da ist. Gut, dass ich das jetzt erst sehe. Dann kann ich das in der nächsten Aufnahmesession auch noch ändern, wenn ich dran denke. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe mich nämlich gewundert, warum dieser Ausputzer immer schlechtere Noten oder Stärkewerte bekommt, als er eigentlich hätte.
Wobei das nämlich auch eigentlich ein Innenverteidiger ist und deswegen war ich da so ein bisschen verwirrt. Jetzt schiebe ich die Ausstellung hin und her. Tut mich da echt schwer, weil hier was finde ich persönlich im Fußballmanager einfach zu managen, einfacher zu managen als hier. Hier finde ich das echt mega schwer. Ihr seht schon, Langkamp nur eine 5,7 auf einmal, dabei ist er doch viel stärker. Und jetzt habe ich den versucht nach oben zu schieben, aber es hat nicht geklappt. Der wollte einfach nicht die Position des Innenverteidigers annehmen. Tja, Anstoß 3, damals hat man fast noch mit Libero gespielt. Ging leider nicht anders. Hab halt gedacht, wenn man den Stückchen Richtung Lustenberger oder Prug schiebt, gibt das auch so einen Innenverteidigerstatus. Gab's aber nicht. Muss ich, wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession nochmal probieren. Ich habe jetzt erstmal 6 Parts aufgenommen. Wie gesagt, nachher kommt so eine kleine Lücke rein, als die Festplatte voll war, weil ich wollte den ersten Part was größer machen, habe da eine kurze Pause eingelegt und dann neu aufgenommen. Und auf einmal sagt er mir mitten in der Aufnahme, bupp, dein Aufnahmeprogramm, das übrigens nicht Fraps ist, weil Fraps kann ja keine kleinen Fenster aufnehmen und Anschluss 3 ist, wie gesagt, nur ein kleines Fenster und ja. Hypercam war es, glaube ich, ne? Müsste es Hypercam gewesen sein. Hat dann halt gesagt, jo, Hypercam ist beendet und reagiert nicht mehr und zack, stand ich da. Hab die ganze Zeit hier aufgenommen und Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe mich aber nur um Transfers bemüht im größten Teil. Und am Ende war es dann weg. Konnte man auch nicht wiederherstellen. Ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch. Wie gesagt, was Wichtiges habt ihr eigentlich nicht verpasst, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier machen wir nochmal die 3-5-2-Aufstellung, weil in der letzten waren irgendwie. Ja. Ja. Und das mit dem Ausputzer muss ich dringend noch verbessern. Vielleicht auch noch irgendwie einen Sechser hinbekommen. Oder zwei. So ein richtiges 3-5-2-System wäre es gewesen, wäre das hier ist irgendwie nichts Richtiges. Wieder langweilige Aufstellung. Oh Mann, ist der Typ schlicht. Benatira, ja. Wen stellen wir denn da hin? Wer kann denn sowas? Chigerchi auf Spielmacher, ja. Kann man mal so machen. Wir haben aber gleich keinen Stürmer mehr, Junge, Junge. Ihr seht's, mit Ramos und Wagner nur 2 Stürmer. Baumjohann kann die Position auch nicht wirklich spielen. Und Ronny schiebt da auf links. Ich mache den Fehler aber noch wett und setz Schulz dahin. Gerade mit so einer Stärke muss man den da hinsetzen. Aber das schaffe ich leider am Anfang nicht. Na, wo ist der Alacri? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Alacri? Schwarz steht für Startelf, Blau für Ersatzbank und Grün für Tribüne. Nur damit ihr die Farben hier auch unterscheiden könnt, weil das ist, wie gesagt, finde ich, nicht sehr übersichtlich gemacht. Man kann auch nicht direkt nach Position jetzt so sortieren, also nach Position schon, aber nicht nach der Position, wie sie letztendlich dastehen. Alagui ist im Sturm deutlich stärker als Wagner, deswegen stellen wir das erstmal so um, aber auch das stelle ich noch um. Für mich kommt dann Wagner in den Sturm und Alagui dahin, wo Baumjohann ist und wo Chigerzi ist, kommt Ronny hin und wo Ronny ist, kommt Schulzi hin. Chigerzi auf die Bank, einen Neuzugang bekommen wir nur. Ein paar Abgänge für gut Geld, einigermaßen gut Geld. Ja, mit dem Neuzugang war ich jetzt auch nicht 100%ig zufrieden, aber ich kann euch versichern, ihr werdet es auch merken, es ist hier verdammt schwer, Neuzugänge zu bekommen. Allein schon die Verhandlungen mit den Spielern selber gehen ordentlich aufs Gehalt, ja, weil die sind hier echt nicht gerade alle billig.
Und die Vereine, die verlangen unmögliche Summen, das ist einfach unfassbar. Und von daher. Da sehen wir unsere Jugend. Nicht gerade so starke Spieler bei. Die Amateure. Wollte ich erst Gersbeck hochziehen, haben aber schon zwei Torhüter in der nächsten Aufnahmesession. Kann ich das machen, weil dann habe ich nämlich nur noch zwei Torhüter und nicht vier. Kluge, Zecke, Neuendorf, haben wir sie alle gesehen. Verletzte Spieler haben wir keine. Und hier haben wir noch die Gegnerinfo. Werder Bremen wird unser erster Gegner sein. Können wir auch gleich auf Weiterklicken, würde ich mal vorschlagen. So, hier sehen wir die Gegenüberstellung. Hier können wir einstellen, ob wir Spieler in Manndeckung nehmen wollen. Habe ich jetzt mal gesagt, jo, den Spielmacher gerne. Stürmer klicke ich aber später auch noch an. Und ja. Hier kann man dann einstellen, quasi wie im Fußballmanager, die Taktik, Abwehrriegel auf Konter, vorsichtig, normal, kontrollierte Offensive, Spieler schon, gelbe Karte, Spieler umdrehen. Also ihr seht's, man kann hier echt verdammt viel machen. Man kann extra sagen, hier, ich will, dass du den und den Spieler umtrittst und den versuchst zu verletzen. Oder wenn man weiß, dass ein Spieler viele gelbe Karten bekommt, dann kann man den provozieren. Zum Beispiel gegen Frankfurt, wenn ich dran denke, kann man sagen, so ein Zambrano, den kann man mal provozieren. Und ja, dann hier auch schießt aus allen Lagen etc. So eine Spezialtaktik und versucht es mit hohen Flanken, wenn man weiß, der Gegner hat nur kleine Leute hinten drin. Oder einfach, wenn man gegen gute Gegner spielt, die Bälle hinten einfach raushauen. Ich habe hier mal auf Pressing gespielt. Ist natürlich immer mein Lieblingssystem. Direkt vorne hohen Druck. Und ja, man kann wie immer sagen, viel über rechts, viel über links, durch die Mitte, je nachdem, wo die Schwachstellen vom Gegner sind. Das war's dann, glaube ich, zur Taktik. Dann können wir noch weitergehen. Jetzt kommt das Training. Das blicke ich überhaupt nicht. Ihr wisst ja aus dem Fußballmanager, also in Sachen Training lasse ich das lieber dem Co-Trainer machen. Aber ich glaube, damit war es relativ einfach. Aber ich bin hier absolut nicht zurechtgekommen. Da oben kann man sogar Co-Trainer einklicken und unten auch, aber ich habe es nicht gerallt. Habe jetzt hier einfach mal eingestellt, wie ich das so machen würde. In Real, also erstmal schön ein bisschen Kondition aufbauen und dann kann man das Ganze andere machen, wie zum Beispiel hier ein bisschen Konter, ein bisschen Taktik und ein bisschen Spaß, Spielverhalten, Technik, Regeneration, ein bisschen frei. Sind Sie sicher? Nein, ich bin mir da nie sicher. Tja, Trainingswoche gibt's nichts zum Laden. Original-Trainingswoche herstellen hat gar nichts gebracht. Ah, da ist auch nix. Und dann lassen wir es den Co-Trainer machen und dann sieht das doch viel besser aus. Mannschaftssitzung vor dem Spiel, Trainingslager vor dem Spiel. Also wenn es irgendwann mal nicht läuft, kann man Trainingslager vor dem Spiel machen. Daran muss ich auch denken, ohne jetzt spoilern zu wollen. Aber ja, ihr werdet es schon irgendwann sehen. Ja, jetzt hier noch den Familientag. Nicht wundern lassen, dass es hier so ein bisschen verschmiert, ein bisschen sehr verschmiert. Aber das war halt damals noch so. Ne? Auch den Draht, dass man da hochkommen kann, komme ich auch erst später. Vertragsverhandlungen, hier sehen wir unseren Terminkalender, die können wir leider nicht absagen. Auch wenn wir Kobayashvili nicht halten wollen von selber. Sobald ein anderer Verein Interesse an dem Spieler hat, hat man automatisch auch mit ihm einen Termin und kann seinen Vertrag verlängern lassen.
finde ich ein bisschen schlecht gemacht, weil man hat nur pro Woche 3 Termine, mit denen man Transfers ausmachen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will mir einfach mal anhören, was die für Neymar, für Ronaldo und für Zidane wollen, aus spaßeshalber, jetzt nur mal so gesagt. Und dann hast du schon keinen Transferslot mehr frei in der Woche. Also man muss schon genau überlegen, welche Spieler will ich denn wirklich haben? Wo macht es Sinn, den Transferslot zu belegen? Und ja, später werde ich auch noch Spieler verkaufen. Ich wusste jetzt im ersten Moment nicht, wo das ging. Musste ich mich später erst reinfuchsen. Und auch wenn man Spieler verkaufen will, wollen die von einem Geld sehen. Sprich, du sagst, hey, ich will, jetzt willst du hier zum Beispiel mit Horn reden, musst du mit dem ersten Termin machen. So. Das werdet ihr gleich merken. Einen will ich mir noch holen, ich weiß nur nicht wen. Karius direkt. So, und jetzt wollte ich gucken. Ah, Yachiku wäre ein interessanter Mann. Und dann, zack, wir haben schon 3 Verhandlungstermine. Mehr geht nicht. Stadion kann man auch mega viel einstellen. Oh, ich habe gar nicht nach dem Platz geguckt. Siehst du, daran könnte das liegen, dass wir da nie gut ausgesehen haben. Ach, ich Hampelmann, was habe ich da nur immer aufgenommen? Ist gut, wenn man jetzt nochmal alles nachsieht und dann denkt, Alter, warum hast du denn das vergessen? Ja, das hier ist auch ganz lustig, das Gimmick. Ich gehe hier gleich auf Ausländerbehörde, weil ich nicht wusste, für was das nochmal war. Erstmal hier auf die Reporter, aber da kann man nichts machen. Beziehungsweise wollte ich einen Lobpreisungsartikel von mir, aber dazu fehlt noch ein bisschen. Jetzt wusste ich nicht mehr, wie man rauskommt. Ich komme nicht raus. Hilfe, dabei musst du nur den einen Knopf da unten drücken. Nee, nicht den. Den, ja. Ausländerbehörde hier. Ich habe überlegt, was könnte das denn sein? Und dann habe ich angefangen. Bei dem, den es überhaupt nicht interessiert. Kobayashvili ist ab jetzt Deutscher. Ramos, nee, Ronny wollte ich auch Deutsch machen lassen. Er wollte von sich aus. Aber die lehnen das ab. Also ist Ronny weiterhin Ausländer. Ramos ist jetzt Deutscher. So hat man mit den Aufstellungen besser kein Problem. Und Lustenberger ist auch noch Deutscher. Das hat mir dann gereicht. Gehen wir in den nächsten Punkt. Der da wäre die ganzen Vorstandssachen, pipapo. Nichts so Interessantes für den Saisonanfang dabei. Und ja, hier haben wir nochmal die persönlichen Erfolge. Man muss immer Geld abdrücken an die Mannschaft, fand ich sehr krass. Nach jedem Spiel 100.000 abzugeben. Und ja, gleich ist der Part schon wieder zu Ende. Jetzt habe ich wirklich schon 25 Minuten gequatscht mit euch. Ein Traum. Ich weiß, der Part ist vielleicht ein bisschen langweilig gewesen, aber gut, was willst du machen, ne? Muss halt auch erstmal sein, dass man erstmal alles einstellt und dann, ja, dann erstmal loslegen kann. Hier kann man hin und her switchen, um vielleicht besser zu sehen, aber ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe das meistens hierbei belassen. Sehen auf der Bank aber keinen Stürmer. Wo ist er denn hin? Wie gesagt, schwarz, Startelf, blau, Ersatzbank, grün ist Reserve. Aber Mukta gehört auch nicht in die Reserve. Mopp, Schulze gehört auch nicht in die Reserve. Langkamp, Pickering, das passt soweit. Da geht's nicht weiter runter, du Hampel. Kobayashvili wollte ich erst tauschen mit Pekarik, aber es hat ja wenig Sinn gemacht. Von daher gehen wir einfach weiter. Gucken, was hier so passiert, damit ihr das auch nochmal seht. Und dann hier, folgende Vereine haben Interesse an Kobayashvili. So, jetzt könnte man unten auf dem Knopf rechts direkt aussteigen. Das hätte ich gern gemacht. Da ich aber nicht auf die Idee gekommen bin, dass das so geht, sondern ich dachte, das wäre der Okay-Button wie beim FM13. Sind dadurch auch einige Transfers gescheitert bei den Aufnahmen, die leider nicht aufgenommen wurden. Das kann ich euch schon mal sagen. Da hatte ich viele interessante Spieler, die mit mir einig waren quasi.
Und statt auf Verhandeln habe ich unten auf Abbrechen gedrückt. So, jetzt kann man hier sehen, Kobayashvili hat einen Marktwert von 165.000 und die bieten 245.000. Das kann man doch eigentlich annehmen, oder? Kann man eigentlich annehmen. Direkt unterschreiben, weg ist weg. Brauchst du die 5.000, brauchst du da gar nicht rausholen und damit ist Kobayashvili weg. Den Frauen und Freundinnen der Spieler gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass ihre Männer ihre Schuhe nicht selber putzen müssen. Die Texte sind einfach Weltklasse. Ja, klick weiter. Hey, das war's schon. Ja, okay. Dann war's das für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt gefällt und ihr Anstoß 3 unterstützen wollt und sagt, jo, das kann man mal im Wechsel mit dem Fußballmanager 13 bringen und so nochmal ein bisschen Klassik hier auf den Kanal holen, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen und es würde mir auch sehr helfen. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, könnt ihr gern auch ein Abo dalassen und fühlt euch auch frei, auch hier unter Anstoß 3 eure Kommentare zu schreiben. Es würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ja, jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.